Was zuletzt geschah. Die Verfolgung hatte begonnen. Feurigel schlich hinter Shainooks Doppelgänger her. Dieser machte sich jedoch nicht auf in sein Versteck, sondern nach Silberdorf. Dort löste er einen Hausbrand aus und gab sich hierbei als der fehlende Feurigel aus. Dieser wusste, er steckte nun in Schwierigkeiten, doch folgte weiter dem Nachahmer, der nun aussah wie er. Nach einer Weile fand er so die unterirdisch versteckte Höhle, in der auch Shainooks festgehalten wurde, von einem Zoroark. Nach einem kurzen Dialog zwischen Entführer und Entführten wollte Feurigel nach Silberdorf reisen, wurde jedoch bemerkt. Als es zum Kampf kam, rettete ihn ein Wesen, das in ihm schlummert. Wenn Feurigel es zulässt, kann dieses Wesen seinen Körper übernehmen, und so verscheucht es das Zoroark. Feurigel befreite den echten Shainooks, der die Aura des seltsamen Wesens kannte. Determination. Kapitel 8. Die sieben Teile einer Seele. Als wir die Höhle verließen, war die Sonne schon fast untergegangen. Wir machten uns noch auf den Weg, doch beide mit dem Gewissen, die Nacht im Wald zu verbringen. Auf unserem Weg redeten wir nicht viel. Nach kurzer Zeit fragte Shainooks: Können wir hier unser Nachtlager aufschlagen? Es bringt nichts, heute noch weiter zu reisen. Ich bejahte und so taten wir, was er fragte. Wir setzten uns beide an ein improvisiertes Lagerfeuer und aßen jeweils einen Apfel. Ich entschied mich, dass ein guter Zeitpunkt gekommen war, um mit meinem inneren Bewohner zu reden. Ich nutzte so meine Gedanken, um eine Frage zu stellen. Hörst du mich? Gegenfrage, wie soll ich dich nicht hören? Ich bin in deinem Unterbewusstsein. Ich hatte mich schon gewundert, warum das Wesen sich zuvor nie bemerkbar gemacht hatte, aber in diesem Moment merkte ich, dass es mir wohl rückblickend auch lieber war. Du bist also dieses Wesen, die Determination, richtig? Es sollte einem wohl zu bedenken geben, wenn die Stimme im eigenen Kopf dreckig lacht. Jedoch wunderte es mich nicht wirklich. So nennen mich die Sterblichen oft, das stimmt. Ich bevorzuge jedoch Weltenrichter. Das heißt, du bist derjenige, der diese Welt komplett zerstört hat. Wenn du solche Macht hast, warum übernimmst du mich dann nicht dauerhaft? Und versuchst erneut die Welt zu zerstören, sondern hilfst mir. Oh, glaub mir, ich würde es wieder tun, wenn ich könnte. Aber ich wurde nicht nur verbannt, auch einen Großteil meiner Macht gab ich auf, um den dunklen Rächer zurückkehren zu lassen. Ich wusste, dass ihn der Wahnsinn übermannt hatte. Er hatte seinen Verstand an der Einsamkeit in der Unendlichkeit verloren. Und diese Macht fehlt mir nun. Ich habe aber noch genug, um dir zu helfen, solange du es aktiv zulässt. Und das mache ich auch, weil ich nicht dumm bin. Wie vorhin gesagt, wenn du stirbst, sterbe ich auch. Und das brauche ich bestimmt nicht. Und wenn das so ist, warum hast du dann nichts getan, als das Zoroark mich zum ersten Mal angegriffen hat? Du bist wirklich nicht der Hellste, oder? Ich kann deinen Körper kontrollieren und du warst bewegungsunfähig. Und weil ich relativ temperamentvoll sein kann, habe ich mich entschieden, taktisch leise zu bleiben. Dass du dann dem Angreifer Beleidigungen ins Gesicht wirfst, hatte ich nicht erwartet. Eine Sache noch. Vorhin haben alle so geschockt gewirkt. Wie wirkt dein Einsatz sich auf mein Äußerliches aus? Och, nicht besonders. Für deine Spezies wohl doch nochmal eher besonders. Jeder wäre wohl erschrocken, wenn Feurigel mal die Augen aufmacht. Das rote Leuchten dabei wäre aber auch nicht normal. Ich bin mit offenen roten Augen rumgerannt. Kein Wunder, dass Shainook so geschockt war. Zwei Fehler in einem Satz. Du hast wirklich Probleme. Du bist nicht so rumgelaufen, du tust es immer noch. Das Ganze hat ein paar Stunden Abklingzeit, aber nur äußerlich. Und Shainooks hat sich eingepinkelt, weil er mich erkannt hat. Und er hat recht damit, Respekt vor mir zu haben. Also würde ich fürs Erste mit komischen Augen herumlaufen. Super. Das ist schön für dich. Das war's von meiner Seite aus. Ohne eine Antwort kehrte ich wieder ins Hier und Jetzt zurück. Die Dunkelheit war inzwischen vollends hereingebrochen.
Nun konnte ich sogar einen leichten roten Schimmer erkennen, der von meinen Augen ausging. Shaynuk sah mich gerade etwas missmutig an. Ich klärte ihn schnell auf. Keine Sorge, ich hatte gerade ein vielsagendes Gespräch mit dem Wesen. Er atmete kurz durch. Und, hatte ich recht? Ja, es ist die Determination. Aber sie ist schwach, sie kann nicht ihrem eigenen Willen folgen. Shaynuk zwickte immer noch skeptisch. Bist du sicher? Bist du nicht noch besessen und lügst mich an? Nein, nein, wirklich nicht. Ich verstehe deine Sorgen, aber alles ist gut. Meine Augen sind eine Nebenwirkung. In ein paar Stunden müssten sie wieder normal sein. Mein Gegenüber atmete tief durch. Vielleicht ist es ein Fehler, aber ich vertraue dir. Ich war wirklich froh, das zu hören. Eine Weile sagte wieder keiner von uns etwas. Wieder durchbrach Shaynuk die Stille mit einer Frage. Du sagtest ja, dass du in Silberdorf warst. Wie geht's allen dort? Geht's ihnen gut? An sich ja, sie sind nur alle sehr im Stress. Und Bulbi wirkt oft sehr niedergeschlagen. Auf diese Aussage antwortete Shaynuk mit einem sehr schuldbewussten Gesicht. Ich entschied mich einfach fortzufahren. Sie haben dich die meiste Zeit gesucht, auch wenn Lord Ecke davon nicht begeistert war. Er hat immer behauptet, dass es deine Schuld sei und alle lieber Günther suchen sollten. Aber mit ihm bin ich sowieso nie zurechtgekommen. Seit er mich vor einem Pokémon namens Darkrai gerettet hat, der behauptete, ich wüsste etwas über Günther, glaubt er es auch. Aber ich habe all meine Erinnerungen verloren. Lord Ecke glaubt mir das bloß nicht und hasst mich deswegen. Ein kurzes Schnaufen, bevor ich fortfuhr. Aber egal. Wie lange warst du eigentlich genau weg? Er wirkte sehr nachdenklich. Ich war die ganze Zeit in dieser Höhle unter der Erde eingesperrt. Ich hatte mein Zeitgefühl ziemlich schnell verloren. Es hat sich angefühlt wie Jahre, aber vermutlich waren es rund 2 oder 3 Monate. Ich war sehr überrascht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er wirklich bereits so lange verschwunden war. Ich fühlte noch mehr Mitleid gegenüber diesem Pokémon. Sein trauriger Ausdruck wandelte sich jedoch schnell zu einem fröhlicheren. Aber jetzt kann ich endlich zurückkehren und das nur dank deiner Hilfe. Außerdem, ohne deinen Angriff hätte das Zoroark seine Drohung vermutlich wahrgemacht. Und wenn Bulbi etwas passiert wäre... Eine Träne wurde an seinem linken Auge sichtbar. An dem Auge, das mir verraten hatte, was geschehen war. An dem Auge mit der Narbe. Ich versuchte ihn zu trösten, aber es ist nichts passiert und morgen siehst du sie wieder. Sie hat die ganze Zeit an dich geglaubt und sie wird sich unendlich freuen, dich wiederzusehen. Er erhob seinen Blick und sah mich an. Danke wirklich für alles. Einen Moment saßen wir beide immer noch still am Lagerfeuer, doch die Atmosphäre war nun anders. Sie war nicht mehr angespannt wie zuvor, sondern einfach nur beruhigend und fröhlich. Es dauerte nicht mehr lange, bis wir uns entschieden, uns zur Ruhe zu begeben. Wir legten uns beide hin. Bevor ich letztendlich einschlief, hörte ich noch einen letzten Satz von Shaynuk. Gute Nacht, Günther. Es war mitten in der Nacht, als ich wieder aufwachte. Ein Rascheln im Gebüsch hatte mich aus dem Schlaf gerissen. Nur ein schwaches rotes Glimmern erhellte die Gegend. Es konnte noch nicht so viel später sein. Meine Augen waren offensichtlich immer noch blutrot. Ein weiteres Rascheln ertönte. Vorsichtig weckte ich Shaynuk. Er wirkte etwas schlaftrunken. Was? Psst, irgendjemand ist hier. Ein weiteres Rascheln ertönte. Die nächsten Sekunden war alles still. In der Ferne hörte man ein Noctu. Weder ich noch Shaynuk machten einen Mucks. Auch um uns herum war alles still. Bis im nächsten Moment ein Angriff folgte. Ein Pokémon schoss aus dem Gebüsch und erwischte mich mit einem Tackle. Ich wurde etwas zurückgeworfen, aber nicht wirklich verwundet. Ein drittes Pokémon stand nun auf der Lichtung. Ich wusste es von Anfang an. Ihr beiden seid Verräter. Ein nur allzu bekanntes Vulpix war nun mit uns auf der Lichtung. Das stimmt nicht. Ich habe die Wahrheit gesagt. Ich habe Shaynuk gerettet. Ach ja, das soll ich dir glauben. Bei Shaynuk war es ja noch nicht zu 100% sicher. Aber du wurdest bei deinem Attentat sogar noch gesehen. Du solltest in Silberdorf bleiben und als wir zurückgekehrt sind, warst du weg, mein Geld war weg und das Haus war abgebrannt. Das Haus, in dem du gewohnt hast. Außerdem gab es Augenzeugen, also lüg mich nicht an. Es war ein Zoroark, es hat uns beide nachgemacht und euch so Lügen glauben lassen. Schwachsinn, alles Schwachsinn. Zoroark leben nicht mehr in dieser Welt. Außerdem hätten sie keinen Grund.
Die dunkle Macht war ihr einziger Herrscher. Ohne sie haben sie keinen Grund, solche Dinge zu tun. Außerdem, er drehte sich zu mir, wusste ich doch schon von Anfang an, dass du mich anlügst. Nur, dass man dir das Böse da noch nicht einfach aus dem Gesicht ablesen konnte. Ihr habt verloren, ich weiß inzwischen alles. Feurigel, deine Begegnung mit Darkrai war gestellt. Du solltest dich bei uns einschleusen. Shinux, du bist ihm gefolgt, weil du immer noch Nick Crossma bist. Ihr habt zusammengearbeitet, für Darkrai. Es gibt keinen Zweifel mehr. Ich war wirklich beeindruckt, wie viel Scheiße sich Lord Ecke in so kurzer Zeit ausdenken konnte. Es ist Schwachsinn und du weißt es. Wir gehen jetzt nach Silberdorf und erklären es dort den anderen. Nein, euer Spiel ist aus. Ihr werdet Silberdorf nie mehr betreten. Ich werde eure Lügen hier beenden und versucht gar nicht, euch zu wehren. Es war offensichtlich. Wie so oft würde Vernunft gegenüber Lord Ecke keine Hilfe sein. Auch Shinux erkannte dies. Wenn du es nicht akzeptieren willst, dann werden wir dir eben Vernunft aufzwingen müssen. Auch ich wollte mich kampfbereit machen, als mich eine Stimme in meinem Kopf abhielt. Die Determination hatte ihren Teil mitzureden. Ihr unterschätzt den Kerl. Er mag zwar nicht der Hellste sein, wie alle von euch, aber er ist stark. Ihr werdet auch zu zweit keine Chance gegen ihn haben in eurem Zustand. Lass mich das übernehmen. Ich spürte, dass sie recht hatte, doch trotz allem hatte ich auch Mitleid. Meinetwegen aber, verletzt ihn nicht so sehr gut? Keine Sorge, Mon, ich hatte nicht vor, ihn anzugreifen. Zumindest nicht mit Attacken. Im nächsten Moment übernahm die Determination die Kontrolle. So konnte ich sehen, wie sie vor Shinux trat. Diesem war bereits aufgefallen, dass ich die Kontrolle abgegeben hatte. Bleib zurück, Kleiner, ich regel das. Lord Ecke schien von der plötzlichen Stimmänderung sehr überrascht. Er schien die Aura der Determination zu spüren. Diese Ausstrahlung, diese Kraft hat dir Darkrai gegeben, nicht? Du bist nicht so schwach, wie du aussiehst. Ohne auf die Beiträge des Vulpix zu achten, sprach die Essenz des Hasses. Deine Suche endet an dieser Stelle. Lord Ecke begab sich wieder in eine Kampfhaltung. Niemals, ich werde nicht gegen euch verlieren. Die Determination schien unbeeindruckt. Du verstehst es nicht. Deine Suche endet. Du hast gefunden, wonach du so lange gesucht hast. Lord Ecke sah mich fragend an. Verstehst du die Wahrheit nicht, selbst wenn sie dir ins Gesicht tritt? Erinnerst du dich etwa nicht? Muss ich dich erst wieder an mich erinnern? An den Weltenrichter? Diese Worte ließen Lord Ecke zurücktreten. Weltenrichter, dieses Wort habe ich schon einmal gehört. Von der Determination. Dieses Mal konnten alle die dreckige Lache vernehmen, die zuvor nur in meinem Kopf zu hören war. Du erinnerst dich also an mich. Ich hatte schon Angst, du hättest mich einfach verdrängt. Lord Ecke wirkte immer unsicherer. Du bist es? Wie kannst du zurückgekehrt sein? Und wie bist du ein Teil von Feuriegel? Ach, vergiss, was ich gesagt habe. Ins Gesicht treten reicht lange nicht, damit du die Wahrheit erkennst. Soll ich es dir noch buchstabieren? Jetzt setz doch mal eins und eins zusammen. Ich wurde erschaffen als Teil einer Seele. Eine Seele, die nicht ohne mich existieren würde. Und ich würde ohne diese Seele nicht existieren. Ein Angriff ging auf meinen Körper los. Problemlos wich die Determination aus. Du lügst! Es ist nicht wahr! Es kann nicht wahr sein! Aber warum denn nicht? Überleg doch mal. Darkrai hatte sich auf der Reise die gesamte Zeit mit seinem dunklen Stern getarnt. Er hat seine Form verändert, er ist jemand anderes geworden. Und die Macht dieses Sterns nutzte er auf mich. Und auf den Körper, den ich besessen hatte. Warum sollte dieser Körper sich bei der Rückkehr dann nicht auch verändern? Auch ich realisierte jetzt erst, was die Determination sagen wollte. Shinux hatte es offensichtlich schon lange erkannt. Es ergab alles so viel Sinn. Ich hatte es nur nicht erkannt. Dieses gedächtnislose Feuerriegel ist niemand anderes als dein treuer Freund Günther. Einen Moment lang wurde sie still. Ich war komplett durcheinander. Es ergab natürlich Sinn, doch ich konnte es trotzdem nicht so ganz glauben. Die Determination schien zu erkennen, dass ihre Worte Wirkung zeigten.
Nun dann, meine Aufgabe ist fürs Erste erledigt. Günther, es wird Zeit, dass du wieder die Kontrolle übernimmst. Im nächsten Moment steuerte ich all meine Taten wieder selber. Lord Eckel wirkte sehr durcheinander und bedrückt. Kann das... Ist das wahr? Bist du es wirklich? Bist du... Günther? Ich musste überlegen, was ich sagen sollte. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Idee. Aber wenn die Determination wirklich ein Teil von mir ist... Außerdem würde es Starkreis Angriff erklären, weil ich etwas von Günther... wusste. Shinux schien etwas weniger verwirrt. Aber als ich an den letzten Satz, bevor wir uns zur Ruhe legten, dachte... Naja, ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich erkenne die Aura der Determination überall. Das ist sie. Und sie ist ein fester Teil von Günthers Seele. Eigentlich bleibt nur ein Schluss. Folgendes Günther. Der Gedächtnisverlust und das neue Aussehen müssen Folgen des dunklen Sterns sein. Lord Ecke sah mich nachdenklich an. Einen Moment später hatte er sich entschieden, was nun zu tun war. Gut, kommt mit. Wir werden uns in Silberdorf mit den anderen beraten. Was heißt das, du glaubst uns? Ich hab's dir gesagt, ich bin Realist. Und alle Anzeichen deuten darauf hin. Und außerdem hab ich nicht immer versucht, den anderen zu erklären, dass ich weiß, dass Günther hier ist. Dass du hier bist.